I just came here to the party for the drugs. Mit einer coolen Luxuslimousine wird Özcan Kosa zum Baden-Baden Airpark chauffiert. Anschließend soll es mit dem Privatjet weitergehen an den Bosporus. Als Deutschlands lustigster Zahnarzthelfer soll er bei einem internationalen Dentistenkongress auftreten. Was Özcan nicht weiß, schon sehr bald wird er auf dem Zahnfleisch gehen. Das ist er, der Jet ins Glück, beziehungsweise in den Spaß. Gut, dass unser Lockvogel dabei ist, ein angeblicher Klinikchef. Denn Özcan hat panische Flugangst. Und da ist es natürlich immer gut, wenn ein Arzt an Bord ist. Was Özcan noch nicht mag, sind amtliche Kontrollen. Das ist hier ein Privatfliegerterminal. Charter und Linie ist drüben. Nee, ich muss, ich glaube, von hier dann. Wie? Von hier? Sie sind doch Tourist, oder nicht? Nee, ich bin heute eingeladen. Wie heißt denn der Pilot? 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 Weiß ich nicht. Sie wissen den Piloten nicht? Sie, ich bin zum ersten Mal. Aber wer hat Sie denn eingeladen? Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Professor Dr. Walter und Herr Spätgens. Okay, na jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ein Ausweisdokument haben Sie dabei? Ja, ja, klar, natürlich. Ihr Nachname ist? Kosa. Ich check das mal. Okay, danke. Zentrale für Grenzkontrolle. Wir haben hier einen angeblichen Passagier. Name? Kosa. Fliegt er heute von hier weg? Schau dir mal bitte nach. Alles klar, melde mich sofort. Und was machen Sie so? Weswegen fliegen Sie? Comedian. Das kann ja lustig werden. Wird's auch. Haben Sie irgendwie einen Witz auf Lager? Ein Witz? Ja. Naja, irgendwie müssen wir das ja überprüfen. Wie, das ist die Comedian, man. Ja. Wissen Sie, das Beamtenleben ist manchmal langweilig. Ja, aber ich kann mir jetzt nicht einen Witz erzählen. Na, ich hätte Ihnen das erlaubt. Hugo für Zentrale. Ja, hört. Der Passagier ist genehmigt. Ist in Ordnung. Okay. Alles in Ordnung, Sie dürfen fliegen. Dann gehen wir mal zum Sicherheitscheck. Einverstanden? Ja, gerne. Ja, kommen Sie mal an. Look at you. Özcan denkt sich jetzt schon, hätte ich doch was Vernünftiges gelernt. Wie dieser Zollbeamte. Lesen Sie doch bitte mal ab. Morge. Hallo. Können Sie gar mal den Koffer aufmachen? Ich würde mal mit einfach jetzt mal checken. Hauptsache Özcan checkt nix. Also Koffer auf, reingeguckt, alles gut. Halt die üblichen Routinekontrollen. Gerade mal so ein bisschen, genau, ganz entspannt stehen bleiben. Ganz entspannt sieht anders aus. Dabei ist er doch noch gar nicht losgeflogen. Özcan, wir wollen dir ja keine Angst machen, aber doch, also eigentlich schon. Ja, es ist heute nicht das perfekte Wetter zum Fliegen, ne? Aber das sind sie gewohnt, oder? Sie werden öfter wahrscheinlich so durch die Weltgeschichte chatten. Nee, das ist heute zum ersten Mal. Erste Mal? Ja, also nicht Flugzeug, aber so ein Privat. Okay, ja, weil ich habe heute Morgen mit dem Piloten und die haben gesagt, es wird wackeln. Also heute wird es wohl ziemlich stürmisch sein. Also wir hatten jetzt schon heute Morgen, aber ich denke, das sind sie gewohnt. Wie im Flugzeug wackeln? Naja, durch die Turbulenzen, es sind die Turbulenzen gemeldet, aber... Ich hab gewusst, das ist... Ich denke, runterkommen sie alle, oder? Das war ja... Okay, das will man nicht einmal am Flughafen. Was machen Sie in Istanbul? Ich mach Comedy dort. Stand-up-Comedy. Ach, sind Sie lustige? Eigentlich ja. Eigentlich ja, weil Sie jetzt da so ein bisschen... Moin, hallo. Bitte schön. Das ist der Koffer, haben wir alles gecheckt. Der Lustige wird von unserem Lokvögele zum Flieger begleitet. Nicht, dass er sich das Ganze noch mal anders überlegt. So, Sie kommen aus der Türkei. Ich bin Grieche. Achso, hey. Servus. Was für ein Glück. Eine Grieche trägt eine Türke den Koffer, ne? Nein. Herr Kosa, hallo. Ich freue mich. Herr Kosa, hallo. Darf ich Ihnen vorstellen, der Mann, dem wir gleich unser Leben anvertrauen. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Herr Kosa. Den Willkommenssekt genießt er ganz besonders. Es könnte ja sein letzter sein. Apropos Flug, ich hoffe, Sie haben keine Flugangst. Es kann heute ein bisschen holprig werden. Er hat schon gesagt, dass es wackelt, aber... Echt, wir passen gut auf Sie auf. Also ich bin auch ein bisschen empfindlich, keine Sorge. Wir schaffen das zusammen, okay? Wir schaffen das zusammen. Ihr macht alle die harten Jokes hier, oder? Ja klar, hart für dich, für alle anderen einfach nur lustig. Aber Job ist Job. Also rein in die gute Stube. Kommen Sie rein in die gute Stube, kommen Sie raus. Ich würde Sie gerne hier platzieren. Darf ich? Danke.
Özcan ist beeindruckt. Weißes Leder, boah, sehr bequem und mit mehr Funktionen als die neue Küchenmaschine meiner Frau. Wenn Sie hier den Hebel hochziehen, dann können Sie diesen Stuhl sozusagen, dann kann man sich so ein bisschen... Während Özcan die Möbel checkt, checken wir nochmal sein Gepäck und ergänzen es um ein paar Kleinigkeiten, die er selber richtigerweise nicht eingepackt hatte. Ready for take-off. Alle sind fertig, Özcan sogar fix und fertig. Er geht in Gedanken gerade sein Testament durch, als sich der Pilot meldet. Sehr geehrte Passagiere, aufgrund der Verspätung eines unserer Fluggäste wird sich unser Abflug nochmal um ca. 20 Minuten verzögern. Vielen Dank. Puh, Glück gehabt. 20 Minuten länger leben. Das ist doch was. Wissen Sie was? Ich gehe noch mal kurz ins Terminal. Ich habe noch 2, 3 Anrufe zu tun. Nun heißt es Özcan allein an Bord. Zeit zum Durchatmen, Meditieren, inneres Kind suchen, seine Mitte. Schade, schon vorbei. Denn jetzt legen wir richtig los. Ups, den Sound kenne ich doch nicht gut. So, auf. Rein. Zollkontrolle und niemand ist da, um ihm zu erklären, was das soll. Guten Tag. Bleiben Sie bitte sitzen. Wir müssen hier kurz etwas überprüfen. Geht ihr mal nach hinten in den Gepäckraum? Die komplette Ladung wird beschlagnahmt, natürlich auch Özcans Koffer. Ist da noch mehr? Ist noch mehr? Muss mal gucken. Einiges, oder? Einiges, okay. Ja. Ich muss Sie bitten, auch mitzukommen. Steigen Sie bitte aus. Wohin? Also raus wieder? Aus dem Flieger raus. Flugangst ist natürlich unangenehm, aber diesmal wäre Özcan wohl lieber abgehoben. Denn er ahnt, wer sucht, der findet auch. Das gilt erst recht für deutsche Behörden. Würdest du mal bitte die erste Kiste öffnen? Jawohl. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Einen Augenblick, wir klären das. Wir klären das. Also wir haben hier in letzter Zeit öfters mal Schmuggelware in diesen Flugzeugen und das ist jetzt der Grund, warum wir die Kisten hier öffnen. Ne? Ja, ich bin ja nicht. Gefälschte Markenklamotten etc., Handtaschen. Also wir müssen jetzt alle Kisten überprüfen. Aber ich habe ja mit der Kiste nichts zu tun. Ich habe ja keine Kiste hergestellt. Ja. Ich meine, ich habe Sie vorher noch gefragt, ne? Haben Sie was dabei? Ja, aber ich habe ja nichts bei mir im Koffer. Ah, nee, aber es geht ja darum, was in den Flieger mitgeht. Ich hab's Ihnen noch gesagt, Sie verlassen die EU. Ja, aber ich hab ja, das ist doch halt immer danach. Das war doch jetzt Ihr Flieger. Nee, der gehört doch nicht mehr. Außer Ihnen war keine Person mehr im Flieger. Sorry, ich bin Comedian, ich hab doch keinen Flieger. Ich hab, Wieso? Donald Trump hat doch auch einen. Also ich würde sagen, wir holen gleich die Kollegin mit dem Spürfrettchen dazu. Spürfrettchen? Achtung, klingt nach einem Mörderwitz. Die riechen bestimmte Stoffe in den gefälschten Markenartikeln hier, ne? Und schlagen an, die sind extra darauf trainiert. Hat der Chefhund heute Urlaub, oder? Also mal nicht frech werden jetzt. Freddy, das Spürfrettchen, kann angeblich gefälschte Markenwaren am Geruch erkennen. Und Özcan, der Angsthase, kann auch was riechen, nämlich jede Menge Ärger. Ja, zeigt an. Pfund. Also alles hier, Markentaschen, offensichtlich gefälscht, sonst würde das Frettchen hier nicht anschlagen. Ich habe ja mit den Kisten nichts zu tun, das sind ja nicht meine Kisten. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir machen den Job schon lang, ja, und so Fälle kommen uns jedes Mal unter. Das ist jetzt hier Koffer. Das ist mein, da hat er doch, Sie haben doch vorhin meine Kiste. Dann machen Sie jetzt den Koffer auf. Ich habe kein Problem damit, ich habe nichts zu verbergen. Du kannst gleich das Frettchen reinlassen. Ja. So, geh so. So. Ja, Pfund. Was haben wir denn da? I just came here to the party for the drugs. Özcan, hier ist dein Hauptgewinn. Diese wunderschöne Plastikperlenkette von glücklichen Austern. In deinen Koffer gelangt durch Produktplatzierung à la Verstehen Sie Spaß. Sie sehen, weshalb wir Sie hierher gebeten haben? Ja, das ist ja nicht von mir. Das ist doch Ihr Koffer. Ist Ihr Koffer. Ja, aber das ist nicht von mir. Ja, ist es noch Diebesgut oder was? Was ich sage Ihnen, ist es nicht. Diebesgut? Ja. Wissen Sie,
Diese Ausreden, die hören wir hier jeden Tag. Aber Sie haben es doch kontrolliert, bevor ich eingestiegen bin. Soll ich das noch mit Also ich Folien bin jetzt hier im Businessbereich, ich bin ja nicht bei der Economy Class, da bin ich ja ein bisschen lockerer und ich habe ja auf Ihr Vertrauen gemacht. Sie haben ja noch gesagt, Sie sind Komödiant und mache hier sehen ja, seriös aus. Ich schmuggel doch kein Zeug in die Türkei. Ja, anscheinend das doch. Das hören wir hier. Das höre ich jeden Tag. Ja, ne? Das ist ja wie wenn man Drogen nach Kolumbien schmuggelt. Also das vom Grundsatz her haben wir aktuell eine Schmuggellinie, die sich über Osteuropa, Deutschland in die Türkei bewegt. Ja? Dieser Flughafen hier ist ein Angelpunkt. Herr Koser hat sich offenbar jede Menge Fake-Klamotten geangelt. Wer weiß, vielleicht trägt er die Sachen ja sogar selber. So, dann den Pullover mal aus. Ja. Ja, ist das so? Nee, ausziehen. Ist ja gar nichts mehr. Pfund? Ja. Gefälschte Unterhemden trägt er schon mal nicht. Die Damen bitte mal umdrehen und das Weibchen auch. Ja, die können jetzt ruhig drin bleiben. Wir können auch noch Musik anmachen. Nee, wir machen hier alles rechtmäßig. Okay, der Rest kann anbleiben. Wir sind ja nicht bei RTL 2. Jetzt heißt es, weiterschwitzen. Der angebliche Auftraggeber kommt dazu. Vielleicht kann der zur Aufklärung beitragen. Guten Tag. Wir haben hier kistenweise voller gefälschter Markenklamotten. Er sagt, es ist nicht seins. Ist es vielleicht Ihr? Ich bin Chef von einer der renommiertesten Kliniken in Deutschland. Okay. Wissen Sie, was wir machen? Medizin. Warum sollten wir Waren schmuggeln? Also genauso wie der Herr behauptet, er wäre Comedian und ist hier überhaupt nicht lustig. Ja, natürlich ist er Comedian. Er hat noch nicht mal einen Witz erzählt. Ja, warum so? Hey. Sie müssen mir nachweisen, dass ich diese Koffer in den Flughafen, das ist doch die Kamera überwacht, dann werten wir doch die Aufnahmen aus. In Ihrem Koffer war auch was drin. Ja, aber das war doch nicht von mir. Ich weiß nicht, wer das reingemacht hat. Ach, in Ihrem Koffer war Schmuggelware drin. Ja, ja, eben. Ich würde mal sagen, Moment mal. Bin nicht der Comedian. Wenn das Brot redet, schweigen die Krümel. Ja, Brot. Ja? Ich denke mal, ist ja wohl plausibel, wenn Sachen in seinem Koffer drin sind, ne, dass die Kisten auch von ihm sind, oder? Er schiebt es doch nicht, das ist doch sein Flugzeug. Ja, ich schiebe es nicht auf Sie, aber das ist das Plausibelste. Ja, was ist Wenn Sie Schmuggelware in Ihrem Koffer haben, Herr Koser, tut mir leid. Es gibt eine gewisse Grenze an Schmuck, die man mitnehmen kann. Dann rechnen Sie aus, wie viel ich die überschritten habe. Dann zahle ich diese Differenz und dann sind wir hier fertig. Aber diese gefälschte Ware, damit habe ich nichts zu tun. Das ist hier von Dr. Doolittle oder sonst irgendwas. Also das mit den Überwachungskameras, das werden wir hier checken, ja, und es auswerten. Und bei Ihnen machen wir jetzt weiter, nämlich, dass Sie sich auch entkleiden. Ist ja wohl nicht Ihr Ernst, oder? Doch, das ist mein Ernst. Das checken wir dann gleich. Das war teuer. Geben Sie mal das Jackett. Ja. Kommt das aus Ihrer Fabrik hier? Das T-Shirt ist auch gefälscht. Herzlich willkommen, hey, verstehen Sie Spaß. Ey Leute, ich wurde gerade richtig mies verarscht und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch weitere Kolleginnen und Kollegen sehen wollt, die verarscht werden, hier habt ihr noch zwei Videos und vergesst nicht eins, abonniert den Kanal und dann seid ihr immer up to date, wenn es neue Videos gibt. Bis dann, peace out, Mother Brothers.